Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifek mit der Romy, dem Sören, dem Marvin, dem Eggy und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Hallo. Ja, die Romy spricht nicht. Ihr werdet sie nie hören, weil sie hat einfach Angst zu reden vor Publikum. Richtig. Aber ich werde sie trotzdem erwähnen, weil wenn sie mitspielt, dann soll sie auch erwähnt werden. Sehr schön. Ja, so bin ich, ne? Guck mal, ich bin ein sozialer Chef, wa? Ich weiß, danke. Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Ja, ja. Zumindest Frauen gegenüber, ja. Richtig. Komm, ich bin nicht so ein Sklaventreiber wie mein Vizechef gewesen. Damals. Das stimmt, Herr Morvin, die eine Folge da. Ja, schlimm, ey. Du meinst die eine Woche. Stimmt, ihr kommt erst Freitag wieder. Ja, ja, wir kommen erst Freitag wieder. Schlimmste Zeit des Lebens. Ja. Ich erinnere mich dran. Ja. So ganz dunkel, ne? Gleich wieder Tränen in den Augen. Mm, ja, das Schmerzen. Das sind keine Tränen, das ist Schmerzen einfach. Ja. Das kartenübergreifende Spielen damals. Das war auch cool. Nein. Ja, für. Was, Eggy? Also, ich fand's auch nicht. Also, mich hat das ganz schön verwirrt hier. Als ich dazu gekommen bin, war die ja noch quasi so. Ja, zweifach im Gange, ne? Ja. Ja, ich sag mal so, man hat's mal gemacht, ne? Man hat mal diese Erfahrung gesammelt. Das war ja damals, wie gesagt, mit RP. Das hatte ich ja halt auf der Dürenrot schon gesagt. Also, ich sag, RP. Muss man mal die Erfahrung gesammelt haben. Mache ich auch nie wieder, weil mir liegt RP einfach nicht. Und so war das jetzt mit dem kartenübergreifenden Spielen damals halt auch. Ne? Das hat man mal gemacht, das hat man mal ausprobiert. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, aber ich mache es nicht wieder. Also dazu reizt mich nichts mehr. Gibt es die Map überhaupt noch oder diese? Ich weiß es gar nicht, ob es die Map noch gibt. Also, ja, was heißt die Map? Also die Map gibt's noch schon, aber ob es das Projekt noch gibt, keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen. Ist mir auch relativ Latte. Aber wie gesagt, man hat das mal gemacht. Und ich meine, man ist ja experimentierfreudig. Und daher muss man auch nicht mehr haben. Einmal ausprobieren reicht. Richtig, einmal ausprobieren reicht. Was ist ja auch mit 10 drauf? Das verdorrt und verfault. Ach, das ist gar nicht von uns. Ha! Können wir machen. Nee, ich wollte heute ausnahmsweise mal ein bisschen früher raus, weil ich heute ja auch schon wieder Stunden auf der Haut verbracht habe, trotzdem. Wegen mir können wir hier bleiben, also. Ja, ist richtig. Gestern Nacht war bei mir ja schon wieder 2:30, ne, bis ich ins Bett bin. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Es sind ja eh nur 2 Flüge da. Richtig. Wie der Acker aussieht hier. Junge, Junge, schlimm, oder? Testcenter Zuckerrüben hier. Nur Unkraut drauf. Sören macht auf jeden Fall ein schönes Muster rein. Jo. Wieso? Wie? Das sieht aus wie beim Fußballfeld, ne? So, ab und zu mal. Jetzt musst du gleich noch im 90-Grad-Winkel welche machen. Echt? Lila-blaues Fußballfeld habe ich noch nie gesehen. Was? Ja, das ist die ABB-Edition. Ja. Was? Ey, sprich dich doch einfach aus. Rede nicht in Rätsel. Das ist laut denken nennt man sowas. Ach so. Ach, Vermehrungsgras-Erntereif ist hier drauf. Ja, wollte gerade sagen, ist doch glaube ich auch schon wieder erntereif, das Ding.
Das war auch die richtige Entscheidung damals, dieses Feld zu vergrößern und nur mit Vermehrungsgras zu bestücken. Das war damals echt eine gute Entscheidung. Ah, dann noch ein Forstbeet, auch das wäre ein Traum. Wobei ich mittlerweile sage, ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht jetzt mal anfange, DLCs zu aktivieren. Ja. Klar können dann einige Mitglieder dann nicht mehr mitspielen in den Aufnahmen. Aber ich finde eine. Zwei. Susan auch. Hat die das nicht schon? Das ferne Land oder welches? Ja, die Mann hat die schon geholt. Was weiß ich jetzt nicht. Nein. Wenigstens mal das Querneland zu aktivieren, weißt du, weil das ist wirklich. Auf die Fastbale hätte ich auch Bock. Die ist geil. Ich meine, ich kenne sie ja auch schon. Aber, das fehlt hier so ein bisschen. Machen. Ja, dann tue ich das DLC fürs nächste Mal aktivieren. Und dann spielen wir mit der Querneland. Juhu! Und wenn ich eine Vicon will, was denn dann? Du nimmst halt die Vicon. Das ist mir doch. Da. Dann muss der 3000er aber weg. Jo. Der 3000er ist den ich hab hier, ne? Jo. Weiß ich nicht. Nein, mein schöner Drecker. Da musst du einen großen holen. Ja, können wir auch machen. Ja, wir haben es erst vor kurzem erlebt, der wollte uns DLC vertragen sie nicht. Okay. Ja, dann aktiviere ich beide. Dann tut es mir zwar leid für Lisa, aber es ist dann halt so. Weil ich habe auch so mittlerweile so ein bisschen die Faxendicke von den Standardfahrzeugen. Ja. Dann kannst du immer Endlosen aktivieren, weißt du? Muss ich das sagen, und dann holen wir die DLC ab. Naja, Moment, wenn Susan das Anderson auch hat, dann ja. Das muss ich halt erstmal erfragen, was sie so für DLCs hat. Das stimmt. Weil ich will sie halt nicht alle ausschließen, das ist auch scheiße. Hast ja recht. Ich meine, bei Lisa, das kann man vielleicht noch hinbiegen. Wenn Susan wirklich die beiden DLCs haben sollte, Querneland und Klaas, na gut, Klaas hat sie ja eh. Aber das Querneland, dann kann man das bei Lisa vielleicht auch noch irgendwie organisieren. Ich glaube, Susan hat sie auf jeden Fall das Querneland. Die war doch, glaube ich, auch schon auf der Hot drauf, ne? Die hat sich, glaube ich, letztens zugelegt, ja. Ja, die genau. 9 Euro oder 10 Euro oder was das war. Genau. Was machen wir hier auf das Feld drauf? Sojabohnen? Raps. Raps. Auch Raps? Roggen. Hopfen. Viel Spaß, der Gäfte heute. Nee. Auf der. Ich Hopfen machen oder was? Ich hatte Hopfen. Wo hatte ich das? Auf der NF Marsch damals. Das habe ich ja dann mit dem Drescher abgedroschen. Nee, oder mit dem Hexter? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, mit dem Drescher. Das, mit dem Drescher und der Einzelkornschneidewerk. Ja. Aber auf der Hot Online geht es halt nur mit einem Einreiher. Ja, weiß ich. Die nicht schöne Angelegenheit. Aber in Hopfen gehen würde sofort. Normal, geil. Ja, ne? Vor allem, ich finde es halt so geil, wie hoch Hopfen wächst. Ich finde das so geil. Ja. Genial. Da kannst du einen ganzen Trecker drin verstecken. Mhm. Such ihn! Habe ich immer auf der NF Marsch gemacht. Habe ich immer damals meine alten Teammitglieder mit geärgert. Habe ich denen ihre Trecker genommen, ins Hopfenfeld gestellt und dann habe ich gesagt, such. Und dann noch ausschalten, über Korte einschalten. Richtig. Ist ja viel Spaß beim Suchen. Das ist schon viel. Ja, da war ja auch ein richtiges Arsch immer. Und jedes Mal, wenn es dann hieß, ja, wir sehen jetzt Hopfen an, sagten die dann, nein, bitte nicht. Wow. Ja. Was sehen wir jetzt an hier? Komm, hau noch mal Raps drauf. Die zwei Felder mit Raps, dann machen wir die anderen beiden mit das andere. Stimmt. Machen wir auf
Da dann auch nochmal Raps drauf und dann da auch mal Raps drauf. Okay, aber genau. Haben wir auf allen vier Feldern mal Raps drauf. Nein, machen wir wie gesagt die zwei Raps auf den anderen beiden, weiß ich nicht. Mehr. Können wir nochmal. Hafer vielleicht nochmal drauf machen und auf dem anderen Gerste oder irgendwie sowas. Und Roggen. Und Roggen. Aha, cool. Soll ich jetzt jede Bahn immer was anderes machen? Ne, mach bitte alle zwei, dann gibt's nicht so Probleme. Okay. Ich kenne da eine, die kriegt das gut hin. Ja, ich auch. Die fährt, ich auch. Die fährt gerade einen anderen Traktor. Jo. Schafft das im Eisen, Sündlüm, Sünd zu kombinieren, dass es in ihr fällt. Richtig. Lieben Gruß an dieser Stelle. An wen denn? Oh. An die Frau, die gerade mitspielt. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, heute Abend Livestream, aber nee, wir haben das ja jetzt ein bisschen geändert mit unserem Aufnahmetermin. Deswegen gibt es heute Abend keinen Livestream. Und die Dürrenrot Livestream wäre scheiße. Dann müssen die anderen beiden das auch machen. Kein Thema. LU macht mit. LU macht mit. Was würden denn die Zuschauer sagen, wenn das LU aufmachen würde? Aufnehmen würde? Weiß ich nicht, was sie dazu sagen. Können wir ja mal die Frage in den Raum stehen lassen. Genau. Können wir mal in die Kommentare schreiben. Bloß nicht. Mit dem Verrückten haben wir keinen Bock drauf. Ja, genau. Um Gottes Willen. Ja, da muss Daniel aber auch mitmachen. Weil das muss dann ja auch ein Zwei-Mann-Team werden. Hat er ja schon gesagt, der wollte ja mitmachen. Ja. Machen Fleisch, ne? Richtig. Ach so, jetzt. Und kauft sich halt LU ein paar Felder. Alle. Nee. Ach so. Wir brauchen auch noch ein paar Felder. Wir können sie dann zu überteuerten Preisen verkaufen. Ja, genau. Genau. Sören, was sagt man da denn zu, gell? Ehrlich. Weißt du, wir tun das. Wir beschäftigen das LU die ganze Woche, ne? Und dann fällt das uns so in den Rücken, ne? Das ist Dank dafür, weißt du? Ja, das ist wirklich der Dank dafür, ey, weißt du? Klar. Als LUler muss man kackendreist sein. Naja. Nicht. Das sind mir die richtigen. Mit dem LU beschäftigen, Geld verdienen. Wer? Das ist eine bodenlose Kette, sowas. Ja. Wer macht sowas? Ganz komische Leute machen sowas. Das ist bestimmt Eggy, wollen wir wetten? Ja, ich glaube auch. Der cheatet doch sowieso immer. Ich war das, genau. Das ist sowieso so ein bescheißer Hof. Team Lila. Der einzige hier mit einem total ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja. So ist nee, das war Team Grün. Team Lila kann nur bescheißen. Macht, vor allem stellt den ganze Zeit den Händler zu, weißt du, mit ihren scheiß Maschinen, ey. Ja. Junge. Echt zum Kotzen. Schlimmer. Ich glaube nicht. Ich glaube wohl. Ich glaube, wir haben extra viel Zeit investiert, um das da frei zu fahren immer. Ja. Ich meine, ihr dürft euch ja unser Video nicht angucken, sonst wüsstest du das. Man kann auch einen Kredit aufnehmen. Und wenn man eine Gehaltserhöhung. Ey, die Physik hier bei LS ist manches Mal, also. Ja, das dachte ich mir auch gerade eben. Ich hänge mit dem vollbeladenen Anhänger im Schweinestall fest, weil hier, weiß ich nicht, zwei Handschaufeln voll
Dreck liegt. Ah ja. Das kann doch nicht angehen, sowas, oder? Eieieiei, hat er sich festgehalten. Ich glaube, die Physik ist auch alle 5 Minuten anders. Ja, ist ja. Echt so. Also meine Frage ist zweimal gegen den Baum gefahren, beim dritten Mal hat er Colli. Auch nicht schlecht. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, war's das für heute. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Wie gesagt, Marvin hat ja eine Frage gestellt, was ihr davon haltet, wenn das LU auch aufnehmen würde auf der Dünenrot. Könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, in diesem Sinne, schönes Wochenende euch, einen schönen Freitagabend noch und ja, viel Spaß am Wochenende beim Schauen der Dürenrot-Challenge. Und wir sehen uns dann hier auf der Hinterkaiweg wieder am Montag. Bis dahin, tschüss und bye-bye. Tschüss. Tschüss. Und Däumchen ist ein Träumchen.